Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich stelle euch heute den Magic Free Slushy Maker vor von der Marke Chill Factor. Mit diesem Slushy Maker kann man super schnell Slushy Eis selber machen und kein Kleckern, kein Tropfen steht hier drauf. Den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe hier den gelb-orangenen, man kann den auch in blau, dunkelblau, hellblau, lila, pink und rosa in zwei Rosatönen hier kaufen. Enthalten in der Packung ist ein Slushy-Becher und ein zugehöriger Strohhalm. Ich werde das Ganze jetzt mal aufmachen, dann sehen wir auch, was da alles noch so enthalten ist. Also mit diesem Slushy-Eis-Zubereiter kann man eben wohl ganz einfach Slushy-Eis selber machen. So, das war's. Das ist da alles drin. Also einmal ein Slushy Maker mit Deckel. Ach, den Deckel kann man aufschrauben. So, das fühlt sich schon ganz interessant an. Der ist ganz weich und hier drin sind so Kammern, wo eine Flüssigkeit drin enthalten ist. Den Becher kann man hier eben draufschrauben. Und dabei ist noch dieser Löffel. Also unten Löffel und oben Strohhalm. Auch passend in den Farben. Dann ist da noch eine Anleitung bei, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, hier steht, wie es funktioniert. Also man muss als erstes diesen Slushy-Becher für 3 Stunden ohne Deckel in den Gefrierschrank tun, aufrecht in den Gefrierschrank stellen oder in die Gefriertruhe. Dann wird das Ganze hier wohl drinnen gut einfrieren. Und als nächstes muss man dann ein gewünschtes Getränk bis 2 cm hier drunter einschütten. Und es soll ein Getränk sein, ein möglichst zuckerhaltiges Getränk, habe ich hier auch irgendwo gelesen. Auf jeden Fall, den Deckel schraubt man dann auf und lässt das Getränk erstmal 1 Minute stehen. Und anschließend ist hier Schritt 3, Slushy-Eisbecher, kneten, kneten, kneten. Das ist ja hier so weich und den kann man halt sehr gut kneten. Und dadurch entsteht dann da drin wohl dieser Eis-Slushy, weil Schritt 4 ist, Slushy-Eis ist fertig. Das ist Slushy cool. Ja, ich bin wirklich super gespannt, ob das so funktioniert. Ich werde das in einem anderen Video mit euch ausprobieren. Ich werde jetzt erstmal diesen Chill Factor Ice Slushy Maker in den Gefrierschrank tun und da gut einfrieren lassen. Und ob das wirklich so funktioniert, sehen wir dann in einem nächsten Video. Hier steht nochmal drauf, die Kühlflüssigkeit im Chill Factor Produkt ist wasserbasiert. Um Verdunstung zu vermindern und Qualität wie Lebensdauer des Chill Factor Produkts sicherzustellen, empfiehlt es sich, das Produkt nach jedem Gebrauch aufrecht in der Tiefkühltruhe bzw. Gefrierschrank aufzubewahren. Okay, das ist noch so ein kleiner Warnhinweis, Sicherheitshinweis. Gut, jetzt weiß ich Bescheid. Ohne Strohhalm und ohne Deckel friere ich das jetzt mindestens 3 Stunden erstmal ein. Und in einem nächsten Video von mir seht ihr dann, ob das wirklich funktioniert, ob man damit Eis-Slushy machen kann. Ich bin wirklich gespannt. Ich trinke auch ganz gerne so ein Eis-Slushy. Und ja, das sehen wir dann in einem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie ich euch diesen Eisbecher vorgestellt habe. Und ich freue mich auch über einen netten Kommentar von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch auf den Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann eben in einem neuen Video, wo wir diesen Eis-Slushy-Maker ausprobieren. Tschüss!